Talk Taxi. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Talk Taxi. Heute mit der lieben Nihan. Nein! Kannst du dich dran erinnern? Halt die Fresse, machst du das? Ich hatte das gar nicht. Hast du dich verändert optisch so ein bisschen? Die schlimmsten Kommentare, die du lesen musst. Ich habe immer ganz, ganz viel runtergeschluckt. Welche YouTuber oder Influencer kannst du gar nicht ab? Du hast 900.000 auf YouTube auf deinem Hauptkanal. Genau. Wieso kommen keine Videos mehr? Klischee, YouTuber machen eh nichts und scheißen Geld. Was sagst du dazu? Ja, wir haben heute ein striktes Programm. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, worüber wir sprechen werden mit Nihan. Über ihre Person, über ihren Werdegang, über Hate, Rassismus, Politik, ein bisschen anschneiden, ihre Videos. So viel. Nihan hat so viel gemacht. Es gibt sehr viel zu sprechen. Auf jeden Fall fahre ich erstmal vor und hole Nihan ab. Oh. Hi! Nihan! Du dachtest schon so. Wer reißt die Tür denn so auf? Na, wie geht's dir? Alles gut? Gut, und dir? Oh, ich habe schon lange niemandem mehr die Hand geschüttelt. Das Schön. Ist ganz lange. Kannst deine Jacke ausziehen? Wird dir warm oder meinst du? Ich dachte, das sieht ein bisschen besser aus. Okay, dann mache ich es so. Ein bisschen kalt. Ja, ich bin eine Frostbeule, mach dir keine Sorgen. Echt? Ah, okay, ja, warum? Genau so wie ich. Ich ziehe nirgendwo meine Jacke aus. Wie geht's dir? Gut, und dir? Gut, danke. Bisschen stressig, Corona und so, wieder sind so eine Sekunde, ist okay, immer. Und dann das Jazz. Machen wir direkt an. Ach, läuft schon? Läufst du schon die ganze Zeit? Natürlich. Ja, Freunde, ich habe heute auf jeden Fall das Privileg, hier Nihan beim Talk Taxi begrüßen zu dürfen. Erstmal, hallo Nihan. Hi. Willkommen beim Talk Taxi. Ich bin eine sehr laute Sprecherin. Ich hoffe, den Leuten fliegen nicht die Ohren weg. Oh, ich sollte mich vielleicht anschnallen. Ja, das wäre ganz. Ich bin ja noch in der 30er-Zone. Es ist nicht die erste Begegnung mit dir. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Natürlich, wir haben uns in Köln getroffen. Davor auch nochmal. Wo? Kommt gleich. Nein! Ja. Dein Ernst? Ja, kommt aber später. Ich fange eigentlich bei meinen Gästen immer wieder an, die gleiche Frage zu stellen. Also ich habe mich gestern auf dich vorbereitet und ich habe gemerkt, du hast extrem viel gemacht. Ja, wirklich, stimmt. Nein, ich bin ja auch alt. Du hast sehr, sehr viel gemacht, ne? Wirklich sehr viel. Ich wusste einfach nicht, welche Themen ich ansprechen soll, über welche Themen wir beim Talk Taxi sprechen können. Ja, gleich eine Frage an. Wer ist Nihan und was macht sie eigentlich? Wie würdest du dich definieren? Oh, wer ist Nihan? Nihan ist laut, spricht viel, liebt es zu unterhalten, liebt es zu lachen und auch manchmal zu nerven, wenn mein Mann fragt, ich nerve die ganze Zeit. Und was mache ich? Ich unterhalte online Leute. Ja. Hört sich erstmal voll unseriös an, aber wenn du meine Follower fragst, sind die, glaube ich, ganz zufrieden mit mir und sind mir auch seit vielen Jahren treu geblieben. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, du bist bekannt. Meiner Meinung nach bist du auch einer der erfolgreichsten YouTuberinnen auf YouTube. Das nebenbei und hast, nochmal erwähnt, sehr, sehr viel gemacht. Die Frage ist, wann hast du mit YouTube angefangen? Ich habe YouTube begonnen 2012. Wie alt bist du eigentlich? Du bist viel jünger als ich, oder? Ich bin 25. Oi, ich bin 30. Also wahrscheinlich warst du 2012 noch in der Schule und hast wahrscheinlich gerade angefangen, so in die Oberstufe oder davor sogar. Wie alt warst du 2012, wenn du jetzt 25 bist? Dann warst du 18? 18 Jahre alt, 17, 18, so genau. Und ich hatte mein Abi gerade gemacht und das war für mich so der Startschuss, weil dann habe ich mich nicht mehr so geschämt, weißt du? Okay. Ich wollte dann einfach anfangen, so mein Ding durchzuziehen. Wie kam es aber eigentlich zum wirklich so zu sagen, ich mache jetzt YouTube? So gab es irgendjemanden, der YouTube aus deinem Umkreis? Vielleicht kennst du Ebros Beauty Lounge, sagte dir was? Oder Lamia Slimani? Ja, Lamia Slimani. Und ich war voll der Fan und dann dachte ich mir so, will ich auch noch? Ja, voll. Cool. Bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt. Ich habe sowas vor lange nicht mehr gemacht. Vor allem auch so fremde Menschen, lange nicht mehr gesehen. Um auf unsere Begegnung zurückzukommen. Erzähl. Ich habe Nihan, vor sechs oder sieben Jahren. Nein. Ich habe dich getroffen, damals warst du noch in den Anfangsstadien, würde ich jetzt mal so sagen. Also auf Instagram, hast du 80 oder 90.000 gehabt. Da waren wir im Fitnessstudio in Kaiser Fitness. Nein! Erinnerst du dich dran? Was? Erinnerst du dich nicht dran? Hast du mit mir geredet? Yeah. Warst du auf dem Laufband? Du warst auf dem Laufband. Ich war auf dem Laufband und du warst daneben und du hast irgendwie auch wegen YouTube und so Richtig. Du warst das? Nein! Kannst du dich dran erinnern? Halt die Fresse, warst du das?
Ich kann mich richtig gut daran erinnern. Du warst übelst nett, übelst sympathisch. Und ich glaube, du wolltest auch irgendwie starten mit Social Media. Oder hast irgendwas gefunden? Oder was war meine das nochmal? Ich wollte mit YouTube starten. Ah, okay, das war das, genau. Ich habe Instagram gemacht, aber YouTube noch nicht ganz. Und dann hat mein Kollege gesagt, ey, guck mal, das ist Nihan. Und dann meinte ich, Nihan? Und dann sagt er, guck mal, ihre YouTube-Videos, da habe ich dich da kennengelernt im Fitnessstudio. War ich nett? Du warst unnormal nett. Also, du bist einer der einzigen, die wirklich abgehoben sind oder sonst was. Du hast mit mir gesprochen, wie, als wäre ich dein Freund, als würdest du mich jahrelang kennen und meinst noch so, ja, sie soll da und da drauf achten. Und du hast auch erzählt, dass du Germanistik studiert hast. Genau, Germanistik und Geschichte, ja, genau. Korrekt. Wie läuft es damit? Oder? Ich habe studiert, aber nicht abgeschlossen. So wie meine Frau dann. Ja, ganz ehrlich, es hat übelst viel Spaß gemacht. Ich bin dankbar für die Zeit im Studium, aber ich wusste, wenn ich es abschließe, werde ich damit sowieso nichts anfangen können. Jetzt können Leute sagen, ja, aber hättest du doch gemacht dann. Leute, so einfach ist ein Studium nicht. Ich habe sehr locker durchstudiert, aber die Bachelorarbeit war eine gesunde Bühne. Weißt du, wie ich meine? Ich hatte einfach keine Lust mehr. Und dann dachte ich mir so, boah, weißt du was, komm. Das war bei mir so ein bisschen so, Social Media ist halt gewachsen und so. Da hatte ich die Klausuren und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das aber. Habe ich es geschrieben, habe die Bachelorarbeit noch geschrieben. War voll gut. Ja, sehr, sehr gut. Ich nicht. Krass. Das war auch mit einer der Gründe, wo ich mich vormotiviert habe und gesagt habe, ey, guck mal, ich habe mich getroffen. Hier deine Kamera, hier dein Mikrofon, fang jetzt an. Ey, das macht mich gerade voll glücklich, dass du das warst, weil ich hatte das gar nicht. Hast du dich verändert optisch so ein bisschen? Weil damals hattest du noch keine blonden Strähnen oder so, ne? Nee, eher dunklere Haare. Ja, also ich kann mich an eine Person erinnern, aber ich habe kein Gesicht. Oh, krass. Nee. Ich würde gerne mit der Klischee-Frage direkt weitermachen. Ich kenne das auch von meiner Frau, dass immer wieder die gleichen Kommentare kommen und so. Klischee, YouTuber machen eh nichts und scheißen Geld. Was sagst du dazu? Also dazu sage ich gerne immer, dann mach doch auch einfach nichts und scheiß mal Geld. Mal sehen, ob es klappt. Also ich glaube, das ist einfach so, weil unsere Arbeit sieht so locker aus. Ne? Ich sage jetzt nicht, wir arbeiten 8 Stunden unter Tage. Weißt du, wie ich meine? Das machen wir natürlich nicht. Aber ich finde, es gehört auch ein bisschen Talent dazu. Sehr viel Fleiß und sehr viel Durchhaltevermögen und ein dickes Fell. Und wenn du das hast, dann schaffst du es. Und wenn du doch Leute mit einer Sache begeistern kannst und die Leute glücklich machen kannst dadurch, wo liegt das Problem? Also warum dieser Neid oder warum diese Missgunst in Deutschland? Ich verstehe es einfach nicht. Ich motiviere mich durch die Erfolge anderer Menschen, weißt du? Ja. Ich habe keinen Neid, ich kenne das nicht. Es ist so, weiß ich, vielleicht wurde ich auch so erzogen. Meine Eltern haben immer gesagt, ey, wenn du was Gutes siehst bei anderen Leuten, versuch doch genauso gut zu sein oder sogar besser zu sein. Damals wahrscheinlich, du kommst ja auch aus einer Familie, die ihre Wurzeln in einem anderen Land hat. Genau. Und für uns ist es in Deutschland ein bisschen, also wir bisschen fangen mit, richtig. Ne? -1 fangen wir an. Und auch gleich nochmal ein bisschen über Rassismus und so. Da ich auch das ist gut, das sehr, Thema sehr ist bestimmt gemacht. Interessant, ja. Sehr auch vielleicht für deine Zuschauer. Aber um das erstmal abzuschließen, Klischee, YouTuber machen eh nichts, das ist schon auf gar keinen Fall an dieser Stelle, das kenne ich auch von meiner Frau. Aber die Community interessiert sich auch dafür, was Klar, du verdienst. Deswegen wollte ich was fragen. Verdiene ich? Uns geht es sehr gut. Wir zahlen auch viele Steuern, by the way. Also wir sind nicht reich. Ich bin keine Millionärin. Ich verdiene aber sehr gutes Geld und ich bin unglaublich dankbar dafür. Jetzt, wenn ich eine genaue Zahl nennen würde, YouTube verbietet es. Instagram, ich weiß nicht, ob die das auch verbieten, was die Richtlinie angeht oder die Kunden. Aber man darf die Verträge auch gar nicht offen kommunizieren. Ja. Nur so viel, uns geht's gut und wir sind gerade am Sparen. Weil du schon so ausgesorgt hast? Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, weil das Ding ist, ich habe keine Rente, weißt du, wie ich meine? Und versuche gerade alles dafür zu tun, dass wenn ich mal irgendwas, stell dir vor, ich bin irgendwie Crashens gelähmt oder, weißt du, Allah gestern, es sind irgendwas anderes. Deswegen auch die. Dann können wir nichts mehr machen. Deswegen so. Auch die Produkte, oder? Also übrigens, Nihan hat ein Parfüm rausgebracht, was meine Frau auch sehr, sehr gerne benutzt. Oh. Findet ihr fast in jedem. Ich trage übrigens auch ihre Produkte. Ich liebe ihre Liquid Lipsticks, die trage ich gerade auch. Man findet es in jedem Rossmann und in jedem DM. DM, Kauf, genau, oder? Korrekt. Überall. Jetzt müssen wir Werbung einblenden, kurz. Genau. Werbung. Wie kam es überhaupt auf die Idee? Also liegt das auch irgendwo da? Rossmann, ich liebe Düfte. Ich liebe alles, was mit Düften zu tun hat. Sorry, dass ich dich die ganze Zeit unterbreche. Nein, nein. Die Leute bestimmt so, boah, das ist wohl die Quasseltante. Du sollst mehr reden. Okay, das kann ich gut. Ich liebe Düfte und ich habe mit Düften schon immer Erinnerungen verbunden. Und für mich sind Düfte was ganz Positives. Also schöne Düfte natürlich. Ja. Boah. Oriental Touch ist da auch. Ja, ich liebe, liebe auch orientalische Düfte. Ja. Und ich habe ganz, ganz viele Parfumflaschen zu Hause. Und ich würde niemals sagen, kauf nur meinen Duft, um Gottes Willen. Nicht nur, also ich selber benutze nicht nur meinen Duft, kann ich gar nicht. Ich liebe
jede Art von Parfum. Ich habe aber natürlich so meine Lieblinge und das geht eher in die orientalische Richtung, weil ich das mag, wenn es etwas schwerer ist, weil das dann länger hält. Und ja, so bin ich jetzt so gekommen. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich nicht Bock hätte, meinen eigenen Duft zu kreieren und ich habe keine Sekunde nachgedacht. Ich so, ja. Passend. Ja, so. Natürlich, sofort. Und der Partner ist unglaublich nett und total auch gut in dieser Sache und wir haben zwei sehr erfolgreiche Düfte rausgebracht, worauf ich sehr, sehr stolz bin auf jeden Fall, ja. Du hast auch ein paar andere Produkte, habe ich mitbekommen, irgendwie ein Spray noch, glaube ich. Genau, es ist ein Haarduft, genau. Ein Haarparfüm. Kommen weitere Produkte oder war es das jetzt? Also was meinst du, was also, sagst du so? Also die Düfte laufen ganz gut, deswegen haben wir das Gefühl, dass die Leute vielleicht doch mehr wollen, ja. Und wenn es weiter so gut läuft, dann haben wir nächstes Jahr eine kleine Überraschung auf jeden Fall. Ich hasse eigentlich so Anteasern, ne? Voll so. Aber man muss es machen, Leute. Dann freut man sich umso mehr, wenn es rauskommt. Das ist doch irgendwo eine Sache, worauf man stolz ist. Also ja. Clara, ich weiß noch, da sind viele Tränen geflossen. Ah, das glaube ich. Viel Geduld ist. Boah, vor allem Kosmetik, ey Leute, ihr habt keine Ahnung. Also ich weiß, beim Duft ist es auch noch viel, viel schwieriger, weil du musst es ja auch irgendwie irgendwo auch verkaufen können. Du musst ja auch erzählen, wie es riecht. Weil ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber absolut. Props an dieser Stelle wirklich. Dankeschön. Ich feiere es. Um zurückzukommen auf YouTube, nachdem wir so ein bisschen über deine Produkte gesprochen haben, ist die Frage, du hast 900.000 auf YouTube auf deinem Hauptkanal. Genau. Wieso kommen keine Videos mehr? Also, ich drehe Videos, wenn sie mir Spaß machen. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich habe, komm, wenn du 8 Jahre lang YouTube machst, ich bin erwachsen geworden mit meinem Kanal. So, ich war so jugendlich, kann man sagen. Ich war zwar schon 20, aber ich war trotzdem jugendlich so. Ich war immer schon jünger in meinem Kopf. Und dann bin ich mit meinem Kanal gewachsen und erwachsen geworden irgendwann. Und ich bin an einem Punkt angekommen. Guck mal, ich habe mit Kosmetik angefangen. Dann habe ich Comedy gemacht mit meinen Geschwistern. Es kam übelst gut an. Meine Schwester ist so ein lustiger, kaputter Mensch einfach. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit denen. Und ich habe aber auch Sachen gemacht, wo ich jetzt so denke, boah, es war ein bisschen kindisch, nicht schlimm, ich bin auf keinen Fall irgendwie so, dass ich sage, boah, ja, mach's halt, sondern das war halt so die Zeit dafür. Damals hat das jeder gemacht und es war lustig und wenn ich die Videos jetzt gucke, dann cringe ich mich weg, aber es ist halt wirklich so. Auf dem Kanal von Tiny gibt es ja immer noch mehr. Genau, weil ich Vlogs voll mag. Das vielleicht, dass dein Mann auch vielleicht so sagt, ey, ich möchte da auch was machen, kommen? Oder mein Mann hat einen Kochkanal. Ich weiß. Genau. Und er sagt auch immer, Bonnie, mach endlich mal wieder Videos auf deinem Kanal, weil du hast so viele Abonnenten und Jasek, so dieser arme Kanal, du hast so lange dran gesessen. Was ist denn der Faktor, wo du sagst, es macht mir aktuell keinen Spaß? Weil ich nicht wüsste, was ich drehen kann, sodass ich selber gerne gucken würde. Aber ich drehe. Du sagst, 8 Jahre genau. Habe ich so viel gemacht, ich weiß nicht. Böde, also mir fehlt so, ich habe mal ein Video gedreht, das war so 100 Years of Beauty, Turkey. Okay. Und sowas will ich machen, aber das ist so aufwendig. Und ich habe schon die zweite Serie geplant und ich habe vor über einem Jahr schon dafür eingekauft in der Türkei. Aber ich kriege meinen Arsch nicht hoch, kennst du so? Weil ich habe so viele andere Projekte. Tiny ist auch so ein Faktor. Und ich liebe auch einfach Vlogs. Aber wie gesagt, also der Kanal ist nicht tot. Da kommt sicherlich mal irgendwas. Aber das ist so mein Luxus, wenn ich wirklich etwas habe, was ich drehen möchte, Böhle. Weißt du, wie ich meine? Du hast ja, ich sag ja, von Anfang an gesagt, du hast schon so viel gemacht in jeder Branche. Also ich möchte euch nicht allzu viel wegnehmen, aber du hast dich mit deinem Ex-Salafisten getroffen. Ja, boah, das war krass. Du hast dich auch mit Merkel getroffen, glaube ich. Nee, aber mit Martin Schulz, genau. Martin Schulz. Merkel war da dein Geld mit. Ja, ein bisschen über Politik werden wir auch sprechen. Dann hast du ein Video, darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen. Es reicht. Ja. Darauf bin ich auch. Ja. Also das fand ich mega von dir. Das fand ich richtig gut. Dankeschön. Aber um das Thema nochmal abzuschließen, bevor wir mehr Deep Talk machen, gibt es noch eine Frage. Nur noch gesund essen oder mit YouTube aufhören? Sorry, aber da muss ich mit YouTube aufhören. Ich kann nicht. Ich liebe Burger. Sorry. Es gibt ja noch Instagram. Mach ja IGTV für euch. Also wenn man, glaube ich, jemanden hat, der so gut kochen kann. Ey, ich schwöre dir, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich werde für immer gesund essen. Kann ich nicht. Seine Finger, ne? Kennst du so Menschen, die haben einfach Genuss in den Fingerspitzen? Ja. 300 Genuss in den Fingerspitzen. So, wenn ich von seiner Hand esse, schmeckt besser. Ja, jetzt ein bisschen mehr Deep Talk. Da muss ich jetzt auch mal auf mein Handy gucken, denn es ist schon etwas länger, was ich mir da aufgeschrieben habe. Deine Community besteht, deinen Worten nach, aus mehr türkischstämmigen Personen. Ja. Würdest du sagen, dass unsere Landsleute mehr Neid und Hate verbreiten auf den Social-Media-Kanälen? Hast du persönliche Erfahrungen damit gemacht? Und was war generell bis jetzt die schlimmsten Kommentare, die du zu hören musst oder lesen musstest? Also erstmal, ich liebe meine Landsleute und ich verstehe sie. Aber sie sind sehr voll und sie sind sehr temperamentvoll. Und ich weiß es, weil wir auch so sind. Und wir kennen ja auch viele Türken. Ja. Aber wir Türken hier in Deutschland, wir haben nochmal eine andere Geschichte, weißt du, wie ich meine? Und wir judgen viel.
Und ich sage bewusst wir, weil ich gehöre auch dazu. Wenn ich zum Beispiel was sehe, denke ich mir so, oh, wo noch nie gehabt. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die das dann schreiben, weißt du? Und deswegen, ich verstehe die auf einer Seite. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wir müssen loslassen. Wir müssen einfach anfangen, uns gegenseitig mehr wertzuschätzen. Weil wir, die anderen machen es ja schon nicht, ne? Wir haben ja schon dadurch Defizite. Ja. Aber wir machen es auch nicht. Also bis der... Ich kann ja nicht auf Türkisch reden, dein Kanal ist Deutsch. Direkt so das Türkische kommt so durch, weil wenn ich über Türken rede... Da kommen wir zum Schluss dazu, eine interessante Challenge vorbereitet, weil gut. Ich gemerkt habe, du benutzt sehr viel türkische Sprichwörter. Ja, voll, ey. Oh, gut, sehr gut. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ja, die türkische Community ist lauter als die deutsche Community. Und das ist auch eine Mentalitätssache, weil wir Türken sind einfach lauter, auch so. Und wir mischen uns gerne bei anderen ein. Ja. Was aber nicht schlimm ist, dadurch habe ich auch eine viel, viel krassere Reichweite, weil die Leute, die lieben dich. Und zwar lieben die dich richtig doll. Böle, Canla, Canla, lieben die dich. Oder die hassen dich auch so. Canla, ja, wenn die dich hassen, dann hassen die dich. Dann machen die dich nieder. Und zum Glück hatte... Ich habe dich unterbrochen. Weißt du, was mir jemand mal geschrieben hat? Oder unter dem Bild von meiner Frau oder sonst etwas, sie meinte... Erzähl. Es ist wirklich traurig zu sehen, dass wirklich eure Landsleute euch extrem haten. Und ja. Du dann einfach so nicht sagen kannst, ey, wenigstens stehen so meine Landsleute hinter mir oder irgendwie das damit nicht rechtfertigen kannst, gar nicht. Das war genau das, was ich eben meinte, so, wir machen uns gegenseitig fertig, anstatt uns einfach gegenseitig hochzuliften. Vielleicht würden wir so auch ein paar Probleme lösen können, die wir momentan haben, aber vielleicht kommt das ja noch, I don't know. Was war das Schlimmste, was du je zu hören bekommen hast? Das Schlimmste war, ich wünschte, du wärst bei deinem Autounfall gestorben, weil ich einen Weihnachtsbaum aufgestellt habe, das war so, boah. Das habe ich mir aufgeschrieben, darüber reden wir auch gleich. Ich habe mir schon gedacht, dass diese Antwort kommt, weil das hat mich berührt, Jan, wo ich das Video gesehen habe. Das war schon echt krank. Mit Hater-Kommentar kommentieren, so etwas war das, glaube ich. Genau, richtig, mit Güljan zusammen, ja. Ich habe mir halt gestern extrem viele Videos angesehen. Boah, du bist heftig, du bist professionell. Wow. Aber da sind halt schon extrem viele Kommentare gefallen, wo du auch mal die eine Träne wegdrücken musst. Ja, das war schon echt heftig. Also, es war eher so die Schulzeit, die mich so ein bisschen vorbelastet hat, ehrlich gesagt, weil die Leute dort nicht immer nett waren und auch mal Sachen rausgehauen haben, wo sie nicht drüber nachgedacht haben. Und Menschen sind, nicht Menschen, aber Kinder sind grausam und Jugendliche auch. Und wenn du halt... Die fassen das ja auch irgendwo auf. Ich meine, das entwickelt sich ja nicht einfach so im Hirn, dass man mal zum Beispiel sagt... Ich glaube, das waren vor allem sehr traurige Kinder, die zu Hause Stress hatten mit ihren Eltern oder auch einfach unglücklich waren und haben einfach ein Ventil gesucht und haben es bei dir gefunden und dann haben sie es halt rausgelassen. Ne? Und als Jugendliche bist du unglaublich unsicher. Ich habe viel Tagebuch geführt, by the way. So, das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwann erzählt. Aber ich habe in meinem Tagebuch mal so eine Seite geschrieben, wo drin steht... Also, ich werde es jetzt nicht Wort für Wort sagen, weil so gut erinnere ich mich nicht mehr dran, aber man hat wirklich so meinen Hass und meine Trauer so gesehen, wie ich nach der Schule einfach gekommen bin und habe es dann reingeschrieben so, ey, warum haben die Leute was gegen mich so? Warum können die mich nicht ab? Warum behandeln die mich nicht so wie die anderen? Also, wo liegt das Problem? Und ich glaube, ich war da in der 6. oder 7. Klasse und da fing das wirklich so an, dass die Leute unglaublich scheiße, und nicht alle, natürlich, ich hatte auch Freunde, so ist es nicht, aber... man hat schon gemerkt, so, wenn du die einzige Türkin bist in der Schule, schon ein bisschen eklig, um es milder auszudrücken. Gesamtschule in Löhne? Auf dem Gymnasium. Leider. Ja. Echt? Auf dem SGL warst du? Auf dem SGL, ja. Nein! Von der 5. bis zur 8. Vielleicht. Warte! Frau Backheuer war meine Mathelehrerin. Boah, du Armer. Ja, ich habe bei der eine 5 gehabt und im nächsten Jahr hatte ich Herrn Speck. Ich hatte auch immer 5. Eine 1 gehabt im Mathe. Krass, oder? Ich hatte in Physik bei Frau Hanko eine 1 und bei Herrn Piep hatte ich dann plötzlich eine 4 oder eine 5. Ich sag jetzt seinen Namen nicht, weil er ist Sinans Lehrer. Ja, Mann, er macht Abi dieses Jahr. Ja, so. Busch oder so, irgendwie sowas. Sowas ähnliches, ja. Konrad reagiert mir. Ist der Herr Brinkmann in Englisch? Herr Brinker. Herr Brinker. Dauerhaft eine 5 und eine 4. Also, manche Lehrer, wenn die dich nicht mögen, mögen die dich einfach nicht, ne? In Physik hatte ich auch zum Beispiel eine Lehrerin, da hatte ich eine 5, dann hatte ich wieder Herrn Spengemann, da hatte ich wieder eine 1. Also, Herr Spengemann war der geilste Lehrer einfach. Manche Lehrer sind einfach unglaublich nett. Oder du musst manchmal auch mit denen reden. Also ich hatte meinen Bio-Herr Groß, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war immer böse so, ne? Das war einfach so ein böser Typ. Und ich hatte immer Angst vor dem. Und irgendwann hat er uns dann so die Noten gesagt und in diesem Zwischenbioraum, wo diese ganzen Reagenzgläser so stehen und diese ganzen Tiere, so, die diese gestopfen, da hat er uns unsere Noten mitgeteilt. Also hatten wir noch mal so 5 Minuten, um über die Note zu reden. Und dann habe ich ihm einfach mal gesagt, Herr Groß, ich glaube, Sie können mich nicht ab.
Und das hat ihn voll berührt, weil ich habe mich einfach mal getraut so. In dem Jahr habe ich mir vorgenommen, hey, jetzt muss ich meine Noten irgendwie verbessern, mit den Lehrern auf einen Grünzweig kommen. Und er so, nein, daran liegt es nicht. Ich finde einfach nur, dass du manchmal zwischenredest und so, das gefällt mir nicht, weil stell dir vor, du willst Unterrichtsfluss machen und dann nervt das. Und ich so, dann sagen sie es mir doch. Ja, ich versuche es, aber du verstehst mich nicht. Und ich so, okay, dann sagen sie mir, was muss ich machen, um auf ein 2 zu kommen? Ja. Weil er hatte mir so 3-4 gegeben und dann hat er gesagt, melde dich viel und rede nicht dazwischen. Und ich schwöre dir, 1,5 Jahr später hat er mir eine 2 gegeben. Also manchmal muss man mit den Lehrern reden. Das ist schon irgendwo, das hat auch, die Thematik hat auch ein bisschen was mit Rassismus zu tun, da wollte ich gleich zu kommen. Aber während wir schon darüber gesprochen haben, finde ich das eigentlich schon sehr interessant, weil wir haben schon sehr viele Schnittstellen und sehr viel krass, auch ne? gemeinsam. Also Kaiserfit haben wir eben gesagt, also städtisches Gymnasium in Löhne. Das wusste ich gar nicht. Frau Knöpfe habe ich gehabt als Französischlehrerin. Sagt ihr denn Frau Knöpfe Kunst? Ja. Ja. Und dann, guck mal, krass, oder? Heftig. Aber du warst dann sicherlich irgendwie in der 10. Klasse und ich irgendwie in der 7. oder irgendwie. Wahrscheinlich haben wir uns gar nicht mehr begegnet. Dann war ich wahrscheinlich Oberstufengebäude und du warst noch auf dem anderen Gebäude. Und dann ist man sich wahrscheinlich mehr über den Weg gelaufen, das kann sein. Ja, um wieder auf den Hate zurückzukommen. Wie oft wurdest du mit dem Satz, du bist keine richtige Türkin, konfrontiert? Da muss ich auch eine Sache zu sagen. Viel. Da gibt es ja auch viel die Geschichte, YouTube-Videos, Weihnachtsbaum, du bist keine richtige Türkin, keine richtige Muslime etc. Was hat das eigentlich so auf sich? Wieso so viel Hate von der türkischen Community dann wieder um auf die Frage? Weil viele sind unsicher. Die sind unsicher, die haben sich selber nicht gefunden. Ich habe sehr viele gläubige Menschen getroffen, die wirklich gläubig sind, weißt du, so durch und durch. Und die es einfach begriffen haben, worum es geht in dieser Religion. Ja. Und keiner von denen hat jemals gejudged. Es sind meistens unsichere Menschen, die sagen, du bist keine richtige Türkin, du bist keine richtige Muslima, du ziehst unsere Kultur in den Dreck. Und dann denke ich mir so, okay, und was machst du gerade? So, weißt du, wie ich meine? Also wir haben es schon als Menschen in der Öffentlichkeit, du persönlich auch sehr, meiner Meinung nach, sehr viel damit zu kämpfen. Du wirst das hast du auch gesagt, wenn du in der Türkei bist du die Deutsche, wenn du in Deutschland bist du die Türkin. Du wirst von allen beiden Parteien eigentlich geredet, oder? Das Problem ist, dass wir hier geboren worden sind. Und das heißt, wir gehören weder in die Türkei, noch gehören wir aber hierher. Und das ist halt das Problem. Wir sind zwischen den Stühlen, wir sind was Neues und das müssen wir eigentlich begreifen. Manche Menschen können sich natürlich der Türkei eher zugehörig fühlen, überhaupt kein Problem, habe ich den vollsten Respekt vor. Ich kann das irgendwie nicht, weil ich bin irgendwo dazwischen und ich möchte auch gar nicht mich für eine Seite entscheiden müssen. Und ich habe ganz lange gestruggelt und früher, wenn die Leute mich gefragt haben, was bist du, ich bin Türkin oder in Deutschland, wo kommst du her, ja, ich bin in Deutschland geboren. Sagst du mittlerweile, dass du Deutsch-Türkin bist? Oder ich sage, ich bin ein Mensch, ganz ehrlich, weil ich kotze mich langsam an, weißt du? Okay, natürlich, wenn mich jemand fragt, so, wo kommst du her, ich sage dann, meine Eltern kommen aus der Türkei und ich bin auch türkisch so, weil seit 30 Jahren sagt man das so. Kann man nicht verschleiern. Nur, ich habe am Sonntag kommt das Video mit Özkan online. Der Busfahrer, der in Herford so rassistisch behandelt wurde. Der hat zum Beispiel eine Sache erzählt, das fand ich richtig krass. Ich würde auch mal gerne deine Meinung dazu holen. Er meinte zum Beispiel, der hat Kommentare bekommen, wo die Leute geschrieben haben, weil er halt gesagt hat, ich bin deutsch. Ich fühle mich deutsch, ich bin hier geboren. Und dann hat jemand geschrieben, ein Maus ist auch kein Pferd, weil es im Pferdestall geboren ist. Ja, das stimmt. Da hat er echt schon irgendwie kämpfen müssen, um keine Träne zu vergießen. Ja. Das ist so unser Dilemma, finde ich. Also, stimmt, also wir können nicht ganz deutsch sein. Ja. Es ist einfach nicht möglich. Wir reden zu Hause mit meinen Eltern türkisch, weißt du? Ja. Es wird Tee getrunken und es wird über die Türkei gesprochen, über die Politik dort. Also meine Eltern sind mit einem Bein noch in der Türkei. Klar. Obwohl die seit mehr Jahren eigentlich in Deutschland leben. Aber auch da geboren, ne? Genau, beide. Und dort aufgewachsen, dort zur Schule gegangen zum Teil. Mein Vater dann später wieder hier. Aber weißt du, wie ich meine? So, diese Menschen gehören noch dorthin. Ja. Und deswegen kann ich gar nicht, also in Kjaredemme, ich kann noch gar nicht sagen, nö, ich bin in Deutschland geboren, ich bin jetzt deutsch. Will ich auch gar nicht sein so, muss ich gar nicht sein. Natürlich, ich bin irgendwo deutsch, weil es in meinem Pass steht und manchmal fühle ich mich auch so, aber nicht so, wie sich Deutsch-Deutsche fühlen. Weißt du, wie ich meine? Das klar, ja, das, ich glaube, das verstehen viele Deutsche auch nicht. Ich habe zum Beispiel letztens eine Doku gesehen, auch über Rassismus, da hat der Journalist meinte dann so, ich kann es gar nicht verstehen, wie es wirklich ist, rassistisch behandelt zu werden oder diskriminiert zu werden, weil ich habe das noch nie erlebt. Genau so können wir uns nicht vorstellen, wie es Homosexuellen ergeht, weißt du, wie ich meine, weil wir es nicht sind und jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und ich finde, es ist halt wichtig, dass jeder einen Schritt macht und das, was du dazu beiträgst, finde ich auf jeden Fall respektbedürftig. Dankeschön. Hut ab, dass du wenigstens deiner deutschen Community auch
bisschen quasi etwas zum Anfassen gibst, wie fühle ich mich aktuell. So, ja. Und das finde ich echt gut. Um auf den Autounfall zurückzukommen, du hast ja eben gesagt, ein Kommentar, was dich sehr mitgenommen hat. Da, wo die Person mir den Tod gewünscht hat. Genau. Ich habe sehr viel gesehen, dass du sehr viel drüber gesprochen hast, sehr viel geweint hast, aber die Herleitung, wie das Ganze passiert ist und wie dich das geprägt hat, habe ich nicht gefunden. So, wie ist das passiert? Wo ist das passiert? Wie hat dich das geprägt? Wie hat dich das mitgenommen? Was hat das hat, in deinem Leben verändert? Das hat, stell dir vor, du läufst ganz viele Jahre mit so einem Schleier rum und plötzlich fällt der Schleier. Und die Welt sieht ganz anders aus für dich. Und ich habe den Autounfall mit meinem Bruder zusammen gehabt. Es war natürlich unverschuldet. Ich meine, wer macht sowas? Natürlich wissentlich niemand. Aber ich habe mir sehr viele Vorwürfe gemacht, sehr viel Schuld gegeben. Und Sinan hat mir nicht einen Tag die Schuld gegeben. Er war ja dabei und hat ja gesehen, wie es passiert ist. Und ich war sehr jung, das Auto war sehr schlecht. Ich rate jedem davon ab, eine Blechbüchse zu fahren. Wir hätten tot sein können. Das war während der YouTube-Zeit, ne? Genau, das war während YouTube. Und wir waren einfach total jung im Kopf damals noch und dieser Schleier ist gefallen und ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ich habe plötzlich viel bewusster gelebt. Ich habe sogar Wasser ganz anders getrunken, weißt du, ich meine, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, ich kann noch Wasser trinken. Und das hat mich mit meinem Bruder viel enger zusammengeschweißt. Also wir sind ein Herz und eine der Forschung gewesen, aber danach waren wir unzertrennlich so. Und es war schrecklich, aber es hat nichts zerstört. Es hat eher etwas aufgebrochen. Und es hat uns bewusster leben lassen, dankbarer gemacht für viele Dinge. Und natürlich kamen danach auch Sachen wie Panikattacken und so, ja. Weil du hast ein Trauma davon und du kannst Sachen nicht so gut verarbeiten. Und danach hatten wir Todesfall in der Familie und das kommt natürlich alles auf dich zugerollt. Aber ich bin immer noch am Leben, mir geht's gut so. Ich versuche dankbar zu sein und die Zeit damals haben wir fast überstanden, würde ich sagen. Ja. Du hast eben zum Beispiel gesagt, dass du in der Schule Erlebnisse hattest, wo du dann zurückkamst und dir Sachen aufgeschrieben hast mit voller Wut. Ja. Dann haben wir eben darüber gesprochen, dass auch Leute dir den Tod gewünscht haben mit dem Autounfall etc. Wie kommst du damit klar? Also wie kannst du zu Hause sitzen und sagen, ey, schluck jetzt noch einmal, mach das nicht offen, rede nicht darüber oder... Wie geht das? Also ich sehe das bei meiner Frau so einiges, aber bei dir ist schwierig. Es nur mal krasser, meiner Meinung nach. Ich habe immer ganz, ganz viel runtergeschluckt und war auch immer super emotional. Ja. Und Typhon hat mir irgendwann gesagt, so, du kannst nicht immer traurig sein für jeden und über alles. Weil wenn ich irgendwas in den Nachrichten sehe, das beschäftigt mich ein paar Tage. Damals, als ich in Düsseldorf studiert habe, da ist ein junger Mann verunglückt. Er war irgendwie in der Disco und ist dann durch die Scheibe gefallen, weil die ihn irgendwie, die haben ihn irgendwie verfolgt oder so. Der hatte wahrscheinlich Stress mit irgendwelchen Leuten. Und als er durch die Scheibe gefallen ist, sind seine Pulsadern oder so aufgeschnitten worden und der ist dann dort gestorben. Und ich habe das gelesen und ich bin wochenlang nicht klargekommen. Und Typhon hat mir dann gesagt, guck mal, stell dir mal vor, dir passiert etwas in der Familie und damals, es war noch nichts passiert, kein Autounfall, gar nichts. Wenn du jetzt so traurig bist über Menschen, die du nicht kennst, was machst du dann? Was tust du dann? Willst du dich dann umbringen oder was? Was willst du dann tun? Und ich war so unglücklich und so traurig und dann so, sei einfach nur dankbar. Sei dankbar, dass es dir gut geht, dass du lebst und dieser Mensch ist jetzt tot, das kannst du nicht ändern, aber wenn du dir so viele Gedanken darüber machst, du machst dich selber damit kaputt. Und das habe ich genommen auch als Leitfaden mein ganzes Leben lang, mir das nicht so zu Herzen zu nehmen. Klar, man kann nicht immer sagen, ich sehe das nicht, ich höre das nicht, mir ist das egal. Ich höre alles, ich sehe alles, ich bin ja auch ein Mensch mit Gefühlen. Ja. Aber ich versuche das nicht mehr so stark an mich ranzulassen, weil ich weiß, dass diese Tastatur, die Finger gleiten sehr schnell darüber. Im Türkischen gibt es ja das Sprichwort, Bosch teneke çok ses çıkarır. Genau, richtig. Aber gibt es auch mal Kommentare, wo du das öffentlich machst und mal drüber sprichst, wo du dann sagst? Ich glaube, das mit dem Weihnachtsbaum habe ich mal öffentlich gemacht damals. Und ich antworte auch meistens auf solche Kommentare und ich antworte auch sehr konstruktiv und nett und dann kommt was Nettes zurück. Oder letztens auch mit dem Erdbeben, das war ja auch so eine Geschichte, ne? Und da hatte ich aber echtes Boah, da war es hier, weil das war dann nochmal so emotional gestaut. Ich hatte was gepostet zu Izmit und habe dann aber den Tagesablauf dann weitergeführt, aber nicht so mit ha, hi, hi oder so. Ganz normal leben. Genau, und ich habe auch ganz viele, also ich habe auch viele Sachen dann nicht geteilt oder habe sehr wenig geteilt nur und dann war irgendwie so ein, da haben wir mit unseren Eltern Karten gespielt und dann habe ich einfach nur geteilt, wie wir Karten spielen und 5 Minuten bevor ich das geteilt habe, hatten wir noch über das Erdbeben gesprochen. Wahrscheinlich du mit deinen Eltern auch, ne? Man hat diese Themen und man ist traurig und hast du nicht gesehen, weil dieses Land bedeutet einem natürlich noch irgendwo was. Man ist damit irgendwie immer verbunden. Und dann schreibt die Person einfach so,
wie kannst du so lustig Karten spielen, während da Menschen sterben? Was bist du bitte für ein Mensch? Also ich dachte mir echt so, boah. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Was soll man machen? Soll man mit dem Leben aufhören? Nee, die wollen einfach, dass du dann trauerst und dass du deine Trauer offen lebst und ganz viele Sachen dazu postest. Ganz viele Kinder, die verschüttet sind mit Staub im Gesicht und so. Kann man machen natürlich, um zu zeigen, hey, das ist ein Wunder. Aber ich habe in dem Moment für mich was anderes beschlossen. Aber das ist doch die Sache, Nian. Das versuchen ja auch viele zum Beispiel, wenn es eine terroristische Attacke oder sonst etwas gibt, dann kam es bei mir auch zum Beispiel. Ja, warum äußerst du dich nicht? Genau, wo ich in Dubai war, wie kannst du noch weiter Stories machen etc. Aber das ist doch genau von, im Falle von Terrorismus, ist das genau von den Leuten ein Ziel, zu sagen, ey, jetzt sollen wir alle schweigen, jetzt sollen wir alle aufhören zu leben. Ja. Man muss doch das Gegenteil beweisen, indem man sagt, nein, so ist es nicht. Ja. So, ich bin deiner Meinung. So, oder? Absolut. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, quasi uns, dir auf jeden Fall ein Ohr zu schenken, um mal die Perspektive von dir darzustellen, wie fühlst du dich eigentlich, weil ich glaube, es wird sehr wenig darüber gesprochen, wie sich eigentlich Influencer fühlen, weil es wird immer darüber gesprochen, wie auch am Anfang die ersten Fragen, ihr verdient so viel Geld, ihr macht doch gar nichts. Ihr seid so oberflächlich. Ihr seid so oberflächlich, ihr postet nur Markenklamotten und so, aber eigentlich ist es nicht so. Vielleicht ein paar abschließende Worte dazu. Klar, posten wir auch Markenklamotten, ne? Macht ja auch Spaß. Also, Konsum ist, also alles, was zu viel ist, alles im Überfluss ist schlecht. Ja. Aber alles, was zu wenig ist, ist auch schlecht. Ich gebe einem immer so, also wenn mich jemand fragt, so nach einer Lebensweisheit, sage ich immer gerne, also alles, was zu viel ist, ist schlecht. Aber ich sage auch, alles, was zu wenig ist, ist schlecht, weil uns machen solche Sachen auch glücklich und deswegen verfolgen uns die Leute ja auch online. Und wir verfolgen andere auch, also wir lassen uns ja auch übelst influencen durch andere. Abschließend kann ich einfach sagen, falls es euch in dieser Zeit, die gerade echt nicht so geil ist, seien wir mal ehrlich, schlecht geht, dann fangt einfach an, dankbar zu sein. Weil Dankbarkeit ist der Schlüssel zu ganz, ganz vielem und es heilt einen. Es heilt einen innerlich. Das hat mir in dieser Zeit extrem geholfen und vielleicht ist das einfach ein schöner Denkanstoß zum Schluss für die Leute. Ja, wir haben jetzt über Hate sehr, sehr viel gesprochen. Rassismus hatten wir auch gesprochen, aber beim Rassismus wollte ich noch so ein paar Sachen ansprechen, bevor wir das Thema nochmal ganz wechseln. Mhm. Ich hoffe, ich kann hier auch für eine Sekunde stehen. Das Video hatte ich eben bereits erwähnt. 4.6. Nian veröffentlicht ein Video auf YouTube mit dem Titel Es reicht. Mhm. Du hast an diesem Tag über Rassismus gesprochen. An dieser Stelle nochmal, ich bin stolz auf dich. Das habe ich mir besonders notiert, Dankeschön. Zu erwähnen. Aber welche rassistischen Erlebnisse in deinem Leben haben dich besonders geprägt und haben dich dahin gebracht, wo du jetzt bist? Also ich erzähle mal das Aktuellste, weil mich das am meisten ankotzt gerade so. Wir hatten eine Wohnung gesucht mit Typhoon, eine größere Wohnung. Liebe Grüße an meinen Vermieter, ja, wir suchen eine größere Wohnung. Und ich habe mit meinem normalen Namen geschrieben, ne? Und dann kam auch eine Rückmeldung und die meinten dann, sorry, die Wohnung ist leider schon vermietet an älteres Ehepaar. Aber danke, dass sie angefragt haben. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen, weil die Wohnung war immer noch online, weißt du? Und ich kenne das ja. Also wir sind ja nicht dumm. Ja, ne? Und dann habe ich einfach mal mit einem anderen Namen geschrieben. Darf man nicht, aber habe ich gemacht so. Und habe dann gefragt, also richtig deutscher Name, schön. Und habe aber natürlich den Verdienst nicht so hoch angegeben, sondern so ziemlich moderat. Also so, vielleicht hätte sich die Person die Wohnung nicht mal leisten können. So, ich wollte einfach nur mal gucken. Genau. Und dann kam direkt eine Antwort mit für den nächsten Tag um 16 Uhr Besichtigungstermin. Und ich war so sauer. Ich war so sauer und ich war so... weiß ich nicht, voller Wut und traurig. Und am nächsten Tag bin ich zu Papa gegangen, weil ich rede über solche Themen gerne mit meinem Vater, und habe gesagt, Papa, du glaubst nicht, was mir Rassistisches passiert ist, das, das und das. Und er so, Nihan, guck mal, setz dich mal hin. Stell dir vor, du baust ein Haus, ja? Und du baust so schöne Wohnungen rein und du willst sie vermieten. Und dann schreibt dir eine Nihan Güleylert und dann schreibt dir eine Brigitte Ostermann. So, wen bevorzugst du? Und ich so, Baba, ja, ma. Und er so, es ist leider so. Das Klischee ist leider da. Und das ist sogar in dir drin. Du kriegst es nicht aus dir raus. Und ich schwöre, ich habe mich in dem Moment so geschämt, weil er hatte recht. Und ich so, scheiße, Mann, Dodo. Vielleicht, ne? Aber das Ding ist dann, wo man sich so denkt, warum können wir uns denn nicht beweisen? Warum bekommen wir keine Chance? Weil wir auch keine Chancen geben, glaube ich. Und ich glaube, wir müssen anfangen, Chancen zu geben. Beim wir müssen. Das ist ja auch so, wenn du ein Auto kaufen willst und da siehst du einen ausländischen Namen. Oh nein, Mann. Es ist leider die Wahrheit. Es ist total traurig, aber es ist so. Und deswegen müssen wir vielleicht anfangen, selber diese Klischees
zu durchbrechen, damit auch sogar die Deutschen dann die Klischees durchbrechen können. Deswegen, ich bin nicht sauer auf diese Leute. Ich will nur, dass sie Verständnis haben. Und ich habe dieses Video nicht nur für die Rassisten gedreht, sondern auch für uns Ausländer. Weil wir müssen auch merken, dass wir auch selber rassistisch sind. Eine völlig andere Sicht, echt, wirklich. Also, es sind Sachen, die... Kommt von meinem Vater, by the way. Es sind Sachen, die weiß man eigentlich, aber man möchte nicht drüber nachdenken. Oder man will es verdrängen. Man will es verdrängen. Ja. Genau. An dieser Stelle finde ich das eine gute Überleitung zu dem Video mit dem Ex-Salafisten. Boah, Digga. Was du gedreht hast. Boah, das war ein krankes Video. Wie kam es dazu? Du hast ja mit Vis-a-vis warst du, glaube ich. Genau, das war ein Projekt. Und ich wurde angefragt und ich habe direkt ja gesagt. Ich hatte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Einige meiner Freunde haben damals abgesagt, weil sie hätten einen Ex-Rassisten, also einen Ex-Nazi interviewen müssen. Und damals wurde, glaube ich, Walter Lübcke, ich will den Namen nicht falsch sagen, aber ich glaube, es war Walter Lübcke, der erschossen wurde vor seiner Terrasse, weißt du das noch? Ja. Und alle hatten einfach Angst, dieses Interview zu führen, weil sie Angst hatten, dass sie dann auch angefeindet werden, weil Walter Lübcke hat ja natürlich für die Ausländer gesprochen und er war deswegen auch am Ende Opfer seiner Worte, leider, obwohl die Worte wunderbar waren, die er eigentlich getätigt hat, weil er was für die Ausländer gemacht hat. Und ich konnte meine Freunde unglaublich gut verstehen. Ja. Ich hatte aber einen Ex-Salafisten und ich hatte nicht so viel Angst, weil ich mir so dachte, komm schon, die haben jetzt nicht so einen guten Ruf, ne? Und dann habe ich mich mit ihm getroffen. Er war unglaublich nett, aber auch unglaublich so problembehaftet. Ich habe gesehen, dass er einfach ein Anker gesucht hat, an dem er sich festhalten kann. Und es war ihm egal, welcher Anker. Es hätte wirklich jeder kommen können. Das hat er auch selber gesagt. Ein Jude hätte kommen können, ein Christ hätte kommen können. Und in dem Moment war es halt ein Muslim oder augenscheinlich ein Moslem, aber eigentlich keiner. Genau, er war einfach in einem Loch. Vater hat sich nicht gemeldet, mit Mama aufgewachsen, Probleme, immer gekifft, Probleme in der Schule und so weiter und so fort. Und dann hat er einfach wirklich diesen Anker genommen und das als, ne, als Rettung gesehen, anstatt als Religion sozusagen. Was war so dein Eindruck? Hast du so einen Eindruck gehabt, so nach dem Motto, okay, der hat sich wirklich verändert, so, also der, ich sage, passt in die Gesellschaft jetzt, ohne dass man sich irgendwie Gedanken machen muss? Ich glaube, man muss keine Angst vor ihm haben, auf jeden Fall, aber ich glaube, er hat sich immer noch nicht ganz gefunden, wobei er jetzt Vater ist und für sich auch seinen Weg eingeschlagen hat. Aber sowas bleibt halt. Das ist auch ein kleines Trauma, weißt du, was du als Kind erlebt hast. Und der Junge ist immer auf der Suche gewesen, ist, glaube ich, immer noch auf der Suche. Ich will nicht für ihn sprechen, aber er hat auch ein tolles Buch geschrieben, was er dann auch gezeigt hat im Video, was auch super interessant ist. Das empfehle ich auch mal zu lesen, einfach mal die Sicht dieser Menschen zu verstehen, damit man auch besser mit ihnen umgehen kann. Weil das sind irgendwo auch gescheiterte Existenzen, weißt du? Du musst diese Leute auffangen und weil wir diese Leute wegstoßen, weil wir mit ihnen nichts zu tun haben wollen, suchen sich dann solche Leute, solche, oder besser gesagt, solche Rattenfänger, holen sich dann diese Leute und bilden die total dumm aus, ne, in eine ganz, ganz schlimme Richtung. Und dann sind solche Leute auch am Ende gefährlich. Kannst du auch sagen zum Beispiel, dass solche Leute genau wegen solchen Diskriminierungen im Prinzip auch solche Auswege suchen für sich, die wir zum Beispiel erleben im Alltag? Natürlich, weil sie gehören nicht dazu. Sie suchen sich eine Gruppe, wo sie dazugehören können. Ich sehe das bei ganz vielen Menschen, die zum Beispiel, gibt es jemanden, ich werde jetzt aber nicht sagen, so von wo ich die Person kenne, weil sonst wäre es so offensichtlich. Die Person ist in einem Elternhaus groß geworden, wo nie über Religion gesprochen wurde. Und er hatte auch einfach keine so, weiß ich nicht, also er hatte nichts, weißt du? Ja. Auch nicht über philosophische Dinge und so. Und die Person hat sich dann radikalisiert irgendwann, weil er eine Antwort gesucht hat. Und zwar in eine ziemlich radikale Richtung. Und das, weißt du, so kann es halt auch laufen dann. Deswegen. Wieso hast du so viel Hate abbekommen für das Video? Weil ich in dem Video sehr neutral war und die Leute erwartet haben, dass ich ihn attackiere oder dass ich die ganze Zeit die Religion in Schutz nehme. Und für mich war das klar, dass die Religion nicht das Problem ist. Aber den Leuten war das nicht klar oder die Leute haben es sich gewünscht. Und deswegen habe ich danach noch ein Video gedreht, wo ich erklärt habe, was eigentlich die Intention hinter diesem Video war, weil nicht alle, aber einige waren sehr gekränkt. Also ich finde das schon sehr, sehr wichtig, diese Aufklärungsarbeit, die man machen soll. Ich habe zum Beispiel heute ein Video gesehen von einem Freund, der will das auch so ein Video drehen mit deinem Ex-Salafisten, aber mit jemandem, der schon, ich sage jetzt mal, ganz weit vorne stand. Und da habe ich gesagt, ich würde die Finger davon lassen. Also ich bin der Meinung, es gibt sicherlich 100 pro Leute, wie du auch gesagt hast, zum Beispiel,
die wirklich nur einen Anker gesucht haben. Ja. Aber ich finde, es gibt auch Leute, die das wirklich provokativ gemacht haben, um wirklich zu provozieren. Und denen kaufe ich das nicht so ab, wenn die so sagen, ah, ich habe mich entradikalisiert. Ist das richtig? Das ist richtig, das ist richtig. Ich will das denen nicht abkaufen, weil ich weiß, was die für eine gefährliche Arbeit gemacht haben. Ich stimme dir zu. Also ich glaube, ich würde es heute auch nicht mehr machen. In dem Moment wollte ich es unbedingt, weil ich es unglaublich spannend fand. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, also Typhon meinte auch so zu mir einmal, Ja, wir fahren eigentlich. Aber die Leute kommen nicht klar, das sind die Löhner. Die Löhner sind aggressiv. In Lippert ist das nicht das Problem, weil die fahren alle langsam. Das ist alles Opfers. Kommen wir zurück zum Thema. Genau, Typhon hatte mir damals gesagt, als ich das Interview machen wollte, überleg dir das gut, ne? Ich habe keine Lust, dass du irgendwo bist und dann, dass dir jemand irgendwie Säure ins Gesicht schüttet oder so, dass dich jemand irgendwie in die Luft jagt oder so. Und ich so, ey, ich versuche ja nicht, den Islam kaputt zu machen dadurch, sondern im Gegenteil, ich versuche zu sagen, dass das nicht der Islam ist. Weil dadurch, dass Leute schweigen und das eben nicht erzählen, dass Leute Angst davor haben, deswegen bekommen diese Leute eine Plattform. Und dadurch entstehen überhaupt diese ganzen schlimmen Massaker, die wir dann sehen. Und das darf nicht sein. Und wenn ich überhaupt eine Stimme habe und Reichweite habe, dann nutze ich das. Gut, sehr viel über Rassismus, sehr viel über Hate gesprochen. Ja. Vielleicht nochmal an dieser Stelle ein letztes Thema über Politik. Und dann wechseln wir auch die Thematik. Du hast Martin Schulz getroffen. Genau. Würdest du auch sagen, dass du vielleicht mal in 5 oder 10 Jahren in die Politik gehen würdest, rein, also nur mal nachgedacht, um etwas zu ändern, wo du sagst, das würde ich gerne ändern und dafür würde ich auch gerne mal politisch mich engagieren. Soll ich ganz ehrlich sein, die Politiker tun mir richtig leid, weil die haben richtig Arschkarte gezogen. Viele davon sind auch korrupt, das ist einfach in der Politik so. Wenn du so viel Macht hast, dann nutzt du die. Ja. Und Lobbyismus ist leider auch etwas, was immer noch existiert und auch wahrscheinlich immer existieren wird, ohne geht es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich persönlich glaube, dass ich meine Stimme schon erheben möchte, vielleicht aber eher weniger mit einer Partei oder so. Ich will nicht groß reden, aber ich glaube, ich bin nicht der Mensch dafür. Und ich könnte das auch gar nicht ab, dass mich so viele Leute dann hassen, weißt du? Ich will nicht so viel Hass auf mich ziehen. Aber ich wäre gerne dabei, sowas zu unterstützen auf jeden Fall. Wir wollen ja auch mal über ganz andere Sachen sprechen. Es war jetzt sehr viel Deep und was wir erlebt haben und etc. Um zurückzukommen auf deine YouTube-Karriere. Du hast eben schon gesagt, dass es so ein paar Videos gibt, wo du heute sagen würdest, ich würde das nie wieder drehen. Auf welches Video, also welches Video in deiner ganzen YouTube-Karriere ist das Video, wo du sagen würdest, ey, das würde ich sofort löschen, wenn ich heute nochmal die Entscheidung hätte? Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe es schon gelöscht. Echt jetzt? Ja, bestimmt. Ich habe nichts drin gelassen, was ich so nie wieder sehen will. Weißt du, ich meine, ich habe gut aussortiert damals. Aber ich glaube, also was ich auf jeden Fall weiß, was ich gelöscht habe, war so ein Make-up-Video, was unglaublich scheiße aussah einfach. Oder irgendwas war auch voll cringe. Ich glaube auch wieder so ein Comedy-Video, was aber so schlecht geschnitten war an einigen Stellen, wo ich mir so dachte, oh nein, weil du entwickelst dich weiter, weißt du, ja. Und du fängst an sauberer zu schneiden und schönere Übergänge und so weiter. Aber ich habe jetzt nie irgendwas rausgehauen, wo ich so dachte, so, oh, Keschke hat was heute oder so. Genau, das gab es ehrlich gesagt nie, weil ich habe meine Videos immer super intensiv geschaut und wenn ich dann, natürlich rutscht einem dann mal was Dummes raus oder so, wo ich dann so dachte, oh mein Gott, Was habe ich mir dabei gedacht? Und dann cut, raus. Also ich habe es zum Beispiel gehabt, ich habe mal ein Fitnessvideo hochgeladen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke. Aber wieso? Ich weiß nicht, also ich würde es Wir sind viel kritischer als andere, weißt du? Wahrscheinlich hätte ich es gesehen, hätte ich gesagt, ja, wieso, mach doch. Aber wenn man sich dann selber so anguckt, wir sind komplett selbstkritisch. Finde ich auch. Das Video, worauf du am meisten stolz bist? Also arbeitsintensivtechnisch, nicht von der Botschaft her, aber so von der Arbeit her, 100 Years of Beauty, das habe ich auch auf meiner Seite so, weil das ist so mein Lieblingsvideo, so, das ist so die Art von Videos, die ich machen will, weil ich liebe halt auch solche Videos zu gucken. Das war eigentlich ein relativ kurzes Video, aber extrem viel Aufwand, das habe ich schon gesehen. Unglaublich, ich habe an dem Video auch kaum was verdient, weißt du, darum geht es. Wie viele Outfits musst du wechseln? Boah, viele Outfits. Ich habe mich ja inspirieren lassen durch Kat, die haben das auch damals so gemacht. Ich habe auch ganz viel Hate bekommen, weil die dachten, ich bin nackt oder so, aber ich habe so einen Tube-Top an. Und bei Kat hat es halt auch so gemacht, weil dadurch soll halt der Blick von dem Dings abgewendet werden. Es soll nur auf das Gesicht und die Haare. Und auf jeden Fall habe ich sehr lange dran gesessen. Ich glaube 13 Stunden am Stück. Ich habe natürlich ein paar Tage vorher geplant. Nur zum Aufnehmen. Oder auch mit Schnitt oder was? Mit Aufnehmen. Und Schnitt habe ich am nächsten Tag, ganz ehrlich, Schnitt ging so schnell. Echt? Ich habe, glaube ich, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde. Tick, 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 weil ich wusste ja, was ich gedreht habe. Dann kannst du sehr schnell schneiden und 3 Minuten, das ging ganz easy. Und die Musik dazu hatte ich auch schon vorher rausgesucht, weil ich diese Musik geliebt habe. Und
Ja, dann war das ein ziemlich interessantes und noch sehr aufwendiges Projekt, worauf ich ehrlich gesagt sehr stolz bin. Und natürlich bin ich auch stolz auf die Videos mit Message, wo es reicht oder halt die schlimmsten Hater-Kommentare und so, die du auch angesprochen hast, weil das einfach eine tolle Message hat. Von welchen YouTubern oder Influencern lässt du dich inspirieren? Auch von vielen. Welchen YouTuber oder Influencer kannst du gar nicht ab? Real Talk. Okay, also ich lasse mich fast von allen inspirieren, die ich auch abonniert habe auf YouTube. Ich schaue viele Videos. Viele denken immer, YouTuber gucken keine Videos mehr. Ich gucke fast alle Videos in meiner Abo-Liste. Ich gucke auch viele andere Sachen noch. Ich entdecke viele. Ja, natürlich. Also wir gucken auch sehr viel. Musst du aber auch. So Leute, die mit YouTube beginnen wollen und keine Ahnung haben oder keine Ideen, es kommt nicht von ungefähr, weil sie suchen sich keine Ideen und keine Inspiration. Und du musst am laufenden Bande die Inspiration suchen. Du musst up-to-date bleiben. Und ich bin sowieso auch so ein Fan von YouTube und ich schaue wirklich ständig YouTube-Videos. Als ich mich heute fertig gemacht habe, habe ich auch ein YouTube-Video geschaut. Welche kannst du gar nicht ab? Welche YouTuber oder Influencer? Welche YouTuber kann ich gar nicht ab? Also ich... Oder schon mal schlechte Erfahrungen gehabt mit YouTubern? Ehrlich gesagt, wann... Na... Wo du dachtest so, ey, ich sage jetzt mal, Loyalität ist so eine Sache. Man hilft sich ja zwischen YouTubern sehr, sehr oft, sehr gerne. Also ich wurde noch nie... Mir wurde noch nie in den Rücken gefallen, weil, weißt du, was ich für ein Mensch bin? Ich habe ganz wenige gute Freunde oder besser gesagt, ich habe gar nicht so Leute, wo ich sage, das ist meine beste Freundin oder so. Ist es einfach so? Genau, gar nicht. Ich bin ein Mensch, ich passe immer auf bei Freundschaften, weil ich wahrscheinlich ein Trauma habe von meiner Schulzeit und gemerkt habe, dass, genau, deswegen, ich bin ein bisschen so kühler und distanzierter, obwohl ich gar nicht so wirke. Dann bist du auch aber ein ich Mensch, bin du kannst vorsichtig. Nicht jedem etwas anvertrauen. Nein, ich bin ganz vorsichtig, Papa weil... Papa und Mann, oder? Genau, Papa ist meine... kennst du wahrscheinlich von deiner Frau so, Papa ist Nummer eins. Ja, bei mir dann ist kommt... Meine Mutter, so. Ja, siehst du, bei Sinan auch. Und bei Typhoon ist auch die Mama. Ist ganz normal und deswegen, also... Die Frage haben wir immer noch nicht beantwortet. Hast du wirklich gar keinen YouTuber, wo du sagst, so, oder Instagramer, nee, von dem würde ich fernbleiben? Also ich glaube, ich kann gar nichts über diese Menschen sagen. Wenn die online unsympathisch wirken, kann das halt sein. Aber ich hatte nie schlechte Erfahrungen mit denen. Also mir hat niemand was angetan, deswegen bin ich allein Alama, weißt du? Meine letzte Frage. Wir haben über sehr, sehr viele Sachen gesprochen. Was mir aufgefallen ist, du hast kein TikTok. Ich habe TikTok, aber ich habe einen privaten Account zum so stalken. Wieso? Also meinst du, das ist, also wir hatten ja auch am Anfang Schwierigkeiten, so auf TikTok irgendwie Fuß zu fassen, zu verstehen. Habt ihr TikTok? Ja. Echt? Also meine Frau und oh, ich. Ich kenne eure Reels, aber ich habe bei TikTok, ich war aber auch schon lange bei TikTok nicht mehr drin, ja, muss ich sagen, weil ich Instagram hat das bisher für mich abgelöst. Weißt du, wie ich meine? So die Reels? Ja. Deswegen. Ich auch. Also ja, das war irgendwie. Ich fand das zum Beispiel bei Snapchat auch so eine Sache. Es kam Snapchat voll raus. Jeder war dann auf Snapchat, dann auf Instagram, haben die Snapchat repostet und so. Ja. Und ich bin so der Mensch, genau. Ich brauche eine Plattform, wo ich einfach alles machen kann. Ich bin genauso wie du. Und deswegen. Aber die Jugend ist auf TikTok. Also mein Bruder sagt, Abi, ich bin nicht mehr so auf Instagram und so. Ganz ehrlich, vielleicht bin ich schon zu alt dafür. Ein bisschen, ja. Also ich war immer so. Ich habe dann auch mal eingedreht, so weißt du, aus Spaß, hat auch Spaß gemacht. Ich habe es meiner Cousine, meiner Schwester und so geschickt, die haben sich einen abgelacht. Ja. Aber ich hatte nicht so. Den Drang dann, oder auch ich hatte so eine, wie nennt man das? Aber ich finde, TikTok ist so in der Erfindungsphase. Ja. Also, die wissen, also jeder macht, meistens ist es Comedy, das war aber auch auf Instagram zum Beispiel damals so, du hast einfach dein Essen gepostet. So, ja. Du wusstest gar nicht, hä, hat das Sinn? Das war dann einfach so. Aktuell macht man das in der Story, wenn überhaupt. Genau, so. Richtig. Also ganz wenige Leute posten noch Essen in ihrem Feed, außer wenn sie jetzt Foodblogger sind, aber genau, so hat es angefangen. Am Anfang, weißt du noch, die haben gesagt auf Instagram, oh, die Story-Funktion ist voll unnötig, es gibt Snapchat und so. Ja, und ich dachte auch so. Aber Leute, es wurde einfach abgelöst. Und ich glaube, TikTok, ich will den TikTokern keine Angst machen, aber die Leute, die es nicht auf TikTok sozusagen gebracht haben oder dorthin gegangen sind, so wie ich, die werden das auch nicht mehr machen. Also die werden jetzt auf Instagram diese Re-Funktion so... Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Wir haben Danke. Über sehr, sehr viele interessante Themen gesprochen. Eine Sache fehlt noch, und zwar unsere Challenge. Da habe ich es mir echt, sehr schwer getan. Ich wusste bis vor 2 Stunden nicht, was ich mit dir machen soll. Ich war sehr spontan. Ich habe einen Friseur gehabt, dann habe ich einen Luftballon gegeben mit Gott, das arme Auto. Aber bei dir habe ich mir dann doch was sehr, sehr Interessantes einfallen lassen. Und zwar habe ich das eben schon ein bisschen erwähnt. Da habe ich mir eben noch was einfallen lassen. Ich finde die Idee auch sehr gut. Das habe ich mit Dilara abgesprochen. Übrigens, ich gebe an jeden Props an Datteltäter. Da habe ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen. Ja, stimmt, die haben das auch mal gemacht. Genau, du benutzt sehr viele türkische Sprichwörter in fast jedem Video. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Ich habe mir welche rausgesucht und ich lese dir die deutsche Bedeutung vor, nicht die Übersetzung. Okay. Und du musst erraten, wie sie auf Türkisch sind. Okay. Genau. Also es gibt schwierige dabei, die ich nicht mal wusste, aber es gibt auch leichte. Oh, ich hoffe, ich blamier mich nicht. Die Bedeutung von dem Sprichwort ist wie folgt: Erkunde die Welt und lerne Neues. Sie bringt dir mehr bei als alle Bücher.
Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Ist es auch so lang im Türkischen? Ja, ein bisschen. Scheiße. Also es geht darum... Gezdolaş-mäßig irgendwie so in die Richtung? Ja, es geht darum, wer weiß mehr. Jemand, der liest oder der reicht, so, weißt du? Oh, shit. Ich weiß, was du meinst. Meine Eltern sagen das oft, aber... Nee, Dia. Komm, ich lass dich nicht hängen. Den ersten sage ich, Kızım. Also so wird das deine Mutter sagen, ja, glaube ich. Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir. Okay, 1-0 für dich. Das ist sehr leicht. Es geht bei dem Sprichwort um gegenseitiges Verständnis und Eingabe. Okay. Du hast an einen Freund gedacht zum Beispiel und ihn angerufen und er sagt, ey, ich wollte dich jetzt genau anrufen. Dann sagst du... Kalb, kalbe, karşı. Echt? Ja, oh, richtig. Ja. Ich dachte, sonst hätte ich gesagt, kulağımı çınlattın. Das geht auch. So. Nummer 3, jeden Tag in der Früh klingelt der... Also die Bedeutung. Jeden Tag in der Früh klingelt der Wecker und die Stromrechnung kommt alle paar Monate. Immer dasselbe. Wenn es immer dasselbe ist und jemand ändert sich nicht, dann sagst du immer... Wenn es immer dasselbe ist und jemand ändert sich nicht. Eine Tasse, eine Teller, ne? Ja, eine Tasse, eine Hammam. Eine Hammam. Ah, ja, guck mal. Andere Dings, andere Sprichwörter. Das kann ein bisschen schwer sein, das wusste ich nicht. Die Bedeutung ist, du bewegst dich in schlechter Gesellschaft, dann achte darauf, keine schlechten Eigenschaften anzunehmen. Da geht es um Obst. Çürümek oder so? Nicht? Nee, kararmakla alakalı. Scheiße. Was denn? Gelmeyecek aklıma herhalde. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Aber ich benutze es kaum. Aber ich kenne das Sprichwort. Ich wusste es auch nicht. Krass. Das weißt du eigentlich, aber nachdem ich mir die Bedeutung durchgelesen habe, wusste ich es nicht. Menschen können älter und klüger werden, ihr Charakter bleibt derselbe. Schlechte Angewohnheiten wird man also auch mit dem Alter nicht los. Eine positive Bedeutung wäre, man verliert auch im Alter seine positiven Eigenschaften nicht. Jedes in der nächste 70. Jawohl, Punkt für dich. Das sage ich voll oft. Das kann man eigentlich seinen Hatern sagen, würde ich sagen. Bedeutung, du kennst etwas nicht und redest trotzdem schlecht darüber. Vielleicht gefällt dir auch etwas an dem und du kannst es nicht haben, dann behaupte nicht, dass die Trauben sauer sind. Kedi ulaşamadığı ciğere mındar dermiş. Das sagst du, er würde sagen, üzüme yetişemeyen tilki üzüme ekşi dermiş. Aber du hast recht. Sehr gut. Also das benutzen wir nicht. Meine Mutter sagt immer das, was ich sage. Ja, noch ein paar. Das ist eigentlich ganz einfach, das benutzt jeder. Kleine Fortschritte führen zum Erfolg, du brauchst dafür aber Geduld. Kleine Fortschritte, wenn du sagst... Küçük adımlarla? Nee, also es geht auch ums Verdienst. Wenn du immer weniger verdienst, dann sagst du... Was sagt man dann? Az para kazanıyor. Wenn jemand immer wenig verdient und er sagt, ich möchte mir das leisten, dann sagst du so... Ayağını yorganına göre uzat. Das ist das andere. Ah, scheiße. Damlaya damlaya göre olur. Ah, okay, das benutze ich auch so, wenig. Ja. Na echt? Also Valla. Ich benutze eigentlich schon sehr oft. Meine Mutter sagt mir, ayağını yorganına göre uzat. Ja, stimmt. Das wenn ich zu viel Geld ausgeben will oder so. Vielleicht kennst du das, das habe ich früher immer benutzt. Menschen werden nicht automatisch mit dem Alter klüger. Dann benutzt mal ein Wort. Wenn du es gleich sagst, werde ich sagen, ah, oh, ich wusste es, aber... Akıl? Yaşadığı başladır? Richtig. Yes. Punkt für dich. Die letzten. Bedeutung, Geld ist der Ursprung von Macht und Einfluss. Es ermöglicht, andere Menschen zu beeinflussen. Das ist bestimmt so ein kürzeres Ding. So. Ja, genau, das Deutsche. Wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gespielt wird. Düdü çalan. Nein, parayı veren düdü çalar oder so. Perfekt. Das sage ich auch überhaupt. Scheiße. Respekt. Also du benutzt echt sehr viel, muss ja, ich sagen. Ne? Meine Eltern. Du übernimmst das einfach von den Eltern, ja, weißt 100%. Du. Und ich liebe Sprichwörter. Nihan, ich bedanke mich nochmal, dass du da warst. Dankeschön. Hat Spaß Sache gemacht. Ist, wir haben hier ein Kennzeichen. Talk Taxi. Ich lasse meine Gäste immer hin unterschreiben und am Ende verlose ich das Ganze. Oh, wie Ganze. Schön. Wie cool. Ich würde mich freuen, wenn du auch unterschreibst. Typhoon. Genau. Was soll ich noch? Ach, mit Datum. Ja. Genau, ich kann schon. Ey, das ist so peinlich. 27. November 2020. Ich schwöre, seit Corona habe ich keine Ahnung mehr. Ne? Mich sehr gefreut. Das war sehr, sehr cool. Mich auch. Echt. Du bist unglaublich professionell und du hast dir voll die Gedanken gemacht. Du machst das sehr, sehr gut. Danke. Nochmal vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön. Talk Taxi.